Herr Müntefering, mal so ganz grundsätzlich, wie wichtig glauben Sie eigentlich, dass es ist, dass man sich im internationalen Kontext austauschen kann? Ja, weil auf der ganzen Welt Dinge in Veränderung sind. Die Welt bewegt sich und in einer mobilen Welt, in der wir sind, ist kein Land mehr für sich alleine. Wir sind auf der Fläche, wir sind alle miteinander verantwortlich für das, was insgesamt gelingt. Und das Problem ist, dass das politische Primat nicht über den Nationalstaat hinaus, der Nationalstaat ist da, der bleibt auch. Wir können innerhalb des Staates Gesetze machen, auch sanktionieren, können auch die Grenze beachten und international muss die Zusammenarbeit organisiert werden. Das ist bisher nicht in der nötigen Weise. Die UNO ist schwach, selbst die europäische Regierung ist noch schwach. Und dieses internationale Zusammenwirken ist deshalb von ganz, ganz besonderer Bedeutung. Die Wissenschaft, die Wirtschaft, die Staaten, sie müssen versuchen, zusammenzuarbeiten. Sie hatten mal in Ihrer Grundsatzrede auch von Frankreich und Deutschland gesprochen, haben die einen Vergleich gebracht und haben gesagt, naja, dass das Frankreich eine sehr viel höhere Kinderquote hat als Deutschland. Es ist Frankreich ja jetzt geografisch als auch kulturell nicht so wahnsinnig weit entfernt. Liegt das an der Mentalität? Liegt das an der Politik? Können Sie da irgendwie sagen, wie dieser Unterschied zustande kommt? Unterschiedliche Entwicklungen in den letzten 100 Jahren. Frankreich ist ein sehr bewusst säkulares Land geworden. Deutschland war gerade im Westen sehr viel konservativer. Und es gab Mitte 1960 noch einen Familienminister in der Bundesrepublik Deutschland, der sprach von der gemeinschaftsersetzten Berufstätigkeit der Frauen. Das heißt, es ist immer noch tief in den Köpfen drin, dass Frauen ein bisschen mitarbeiten, aber Papa ernährt die Familie und Mama hilft mit, so gut es denn geht. Und das funktioniert nicht mehr bei einem großen Teil der Frauen, weil die sind gut, die können was, die studieren, die haben einen wichtigen Job und die wollen das auch und die wollen das verbinden können mit Familie, mit Kinder haben. Und das haben wir ihnen nicht immer leicht gemacht. Also diese Geschichte, wenn eine Frau schnell wieder zur Arbeit geht, dass das eine Rabenmutter ist, das ist immer noch in manchen Köpfen drin, in Deutschland, besonders im Westen. Eine andere Möglichkeit ist ja auch, wenn wir über den demografischen Wandel sprechen, ist natürlich auch Migration, jetzt auch ganz groß natürlich die Diskussion um die Flüchtlinge. Inwieweit glauben Sie denn selbst noch an eine europäische Lösung? Ja, man muss es zumindest versuchen, bis sozusagen zum geht nicht mehr. Und es ist richtig, dass wir das versuchen, denn es ist ja richtig. Wir machen uns Sorgen um ein paar Millionen Menschen, die uns fehlen. Aber auf der Welt gibt es ganz, ganz viele, die nicht wissen, was sie denn eigentlich tun können. Eigentlich ist der Ausgleich auf der Welt leicht möglich, wenn wir es denn wollen, wenn wir sie nehmen wollen und wenn die auch kommen wollen und wenn die Integration wollen. Und deshalb müssen wir das versuchen. Die Integration, die Migration und die demografischen Entwicklungen in Europa in vernünftiger Weise in den Einklang zu bringen. Und gerade Deutschland hat eine große Chance im Augenblick. Ich hoffe, wir nutzen sie. Das hoffe ich auch. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. danke auch.